Willkommen bei Pleiderer. Wir freuen uns, euch heute unsere Ausbildung zu zeigen. Ich bin der David Bürgerl, ich bin 18 Jahre alt. Ich mache meine Ausbildung bei der Firma Pleiderer als Industriemechaniker und ich bin gerade im zweiten Lehrjahr. Das Büro, das könnte ich nicht machen. Mit Metall arbeiten, das gefällt mir super. Man, das ist eine schöne Arbeit, man wird nicht nass, man ist in der Halle hier drin, da ist schön warm. Rübel Max, ich bin im zweiten Lehrjahr bei Pleiderer als Elektroniker für Betriebstechnik. Das spannendste Projekt ist gerade die Korbwaschanlage, die auch von mir selber vertraut wird und installiert wird. Und die wird halt später im Werk drüben gebraucht. Unser Ziel bei allen Azubis ist es, so praxisnah wie möglich auszubilden. Das heißt, wir lassen dann nichts für die Tonne herstellen, das dann weggeschmissen wird, sondern es hat immer einen Praxisbezug zu unserem Werk, zu unseren Fachabteilungen. Das Arbeitsklima ist bei Pleiderer ganz gut. Ja. Ich komme mit jedem gut zurecht, ob jetzt das andere Auszubildende sind, die Gesellen oder Meister, mit denen komme ich alle super aus. Also mein Wunsch persönlich ist, den Meister zu machen und ja, weiter bei Pleiderer zu bleiben. Ich bin Elisa, ich bin 17 Jahre alt und ich mache eine Ausbildung zur Industriekauffrau hier und bin momentan im ersten Lehrjahr. Arbeitskollegen sind alle mega lieb, man fühlt sich auf jeden Fall wohl und man wird, ich sag mal so, nicht in den Stich gelassen oder links liegen gelassen. Also als Industriekauffrau hat man immer verschiedene Bereiche hier, man sieht viel und die Ausbildung an sich, das macht einfach Spaß. Das ist eigentlich immer Abwechslung. Mein Berufswunsch war schon Elektroniker. Schon immer? Ja. Und weiterhin? Ja. Das Beste wäre es natürlich, wenn ich die Firma Pleiderer übernehmen würde. Nach der Ausbildung gibt es eine 12-monatige Übernahmegarantie und danach bietet sich die Möglichkeit, auch in der dementsprechenden Fachabteilung übernommen zu werden. Es ist immer wieder schön, wenn man dann in den Fachbereichen draußen unterwegs ist und sieht immer wieder ehemalige Azubis, Fachkräfte. Da geht mir persönlich einfach das Herz auf. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf ein Praktikum, eine Ausbildung oder ein duales Studium, dann schaut vorbei auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf euch!